Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Auch heute habe ich mir wieder einen Gast zum ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist, aus unserem Cats-Ensemble Gerben Grimius. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Erstmal vorweg, wir beide halten heute Abstand und wir sind beide getestet. Deshalb dürfen wir auch mal ausnahmsweise ohne die Maske sprechen. Gerben, eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle. Aber wie hast du persönlich als Künstler diesen Lockdown empfunden? Wie ist es dir ergangen? Es war ein bisschen wie ein Achterbahn. Also wirklich viele Emotionen sind auf mich zugekommen und ich bin durch viele Emotionen auch gegangen eigentlich. Und wo der Lockdown eigentlich anfing, war ich in Amsterdam. Damals der erste. Damals der erste. Und ich habe dann auch gar nicht so bewusst wirklich meine letzte Show hier gespielt vor dem Lockdown. Du hattest gerade Urlaub? Ja, ich war in Urlaub. Ich war bei der Premiere von Hello Dolly in Rotterdam und habe das dann mitbekommen. Und ich dachte, okay, ich fliege zurück. Und am Anfang war ich auch noch nicht so damit beschäftigt. Ich dachte, ja, das dauert vielleicht ein paar Wochen und dann sind wir wieder hier. Was hast du gedacht, als du es gehört hast, dort? Es war so surreal irgendwie. Ich dachte, das kann nicht glauben. Ja, ich konnte es wirklich nicht glauben. Und ich weiß auch noch, meine Kollegen haben auch gesagt, was, das kann ja nicht wahr sein. Weil die natürlich auch in diese Feiermodus waren, gerade nach der Premiere. Und auch die mussten leider auch irgendwann aufhören. Ein bisschen später. Etwas später. Ja. Ja, ich bin zurückgekommen, habe mich zu Hause hingesetzt und ja, wie gesagt, am Anfang ist man noch beschäftigt. Okay, ich kann vielleicht mal die Wohnung ein bisschen aufräumen. Ich glaube, wie viele Leute das gemacht haben. Und irgendwann kommt man ein bisschen so zur Ruhe, dann bremst, ja, sag ich mal so, der Achterbahn ein bisschen ab. Und dann habe ich zu Hause gesessen mit meinem Kater Charlie, den ich gerade noch vor der Lockdown mir geholt hatte. Und ich dachte, ja, jetzt sitze ich hier in Wien, was eine wunderschöne Stadt ist. Aber man merkt dann auch, dass man doch alleine ist, wenn man in einer Stadt arbeitet, wo man eigentlich nicht in erster Linie seine Sozialkontakte wie engsten Freunde, Familie, da hat. Du schreibst ja auch deine eigenen Shows, du machst Solo-Shows. Konntest du etwas davon verwenden, von diesen Gefühlen? Ja, ich habe schon viele Ideen immer aufgeschrieben. Also wo ich dachte, das ist vielleicht interessant, mal, wenn wir mal wieder aus dem Lockdown rauskommen, das mal zu verwenden für bestimmte Solo-Shows, was ich gerne auch in die Zukunft weitermachen möchte und auch schon gemacht habe. Und das habe ich mir dann aufgeschrieben. Und ja, es gab Tage, wo das ziemlich fließend und gut ging. Und es gab auch Tage, wo ich dachte, nein, die Inspiration ist gerade nicht da. Was ich natürlich auch gemerkt habe, man merkt auch, okay, diesen Druck, also da habe ich das empfunden, was man auf Social Media mitbekommt. Ja, Kollegen machen Konzerte oder die machen das und ich muss auch vielleicht, ich muss. Und ich dachte, ja, aber ich muss gar nichts. Vielleicht muss ich erstmal mit mir selber klarkommen hier. Und wenn du schreibst, schreibst du auch eigene Songs dann für deine Shows? Ja. Also das ist schon, ich glaube, das erste Lied, was ich veröffentlicht habe, war in 2018. Ein gutes Gespräch, war erst auf Holländisch und danach auf Englisch und Deutsch. Derjenige, der das für mich geschrieben hat, meinte, okay, das kann ich gerne für dich machen, aber ich möchte, dass es wirklich deine Geschichte wird. Und er hat mich dann gebeten, einen Brief zu schreiben an meine Geliebten und auch mir gebeten, worum es gehen soll und die Message, was da Aussage sein soll. Und er hat dann den Brief in einem Lied verarbeitet. Du hast mir erzählt, du bist eigentlich so ein bisschen schüchtern, was man ja gar nicht erwartet von einem Schauspieler. Da denkt man, alle sind ganz extrovertiert. Wie geht das zusammen? Ich glaube, das geht sehr gut zusammen und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich auf der Bühne stehe. Für mich, auf der Bühne zu stehen, ist irgendwie eine Sicherheit. Da habe ich die Kontrolle und ich bin ein ziemlicher Control-Freak. Und im realen Leben ist das eher nicht der Fall. Da muss ich natürlich die Kontrolle immer, ja, auch nicht immer, aber gibt man natürlich oft auch her. Du interessierst dich auch für andere Dinge, zum Beispiel Design. Ja. Kannst du dir vorstellen, auch in diese Richtung was zu machen? Ja, das war immer meine zweite Wahl. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht auf der Bühne stehen sollte, dann würde ich irgendwas hinter der Bühne machen, entweder als Bühnenbildner oder vielleicht in der Mode. Das finde ich ganz interessant.
Du schreibst ja auch selbst, also du kennst auch die andere Seite. Gibt es einen Musical-Stoff, den du gerne auf der Bühne sehen würdest? Ein Thema, wo du sagst, das müsste nochmal gemacht werden? Ist schon viel behandelt worden, was ich interessant finde. Zum Beispiel das Musical Rent oder Jamie. Das sind so Themen, genau. In London herausgekommen. Ja. Was gefällt dir an Jamie? Einfach diese Gender Identity, sich selbst finden und wer bin ich, wo stehe ich in dieser Gesellschaft. Was ich vielleicht interessant nochmal finde, ist heutzutage Social Media. Ein Musical vielleicht, wie geht man mit Social Media um und was macht Social Media mit einem in heutzutage? Du führst eine Fernbeziehung. Wie funktioniert das in der Corona-Zeit, Liebe? Auf Distanz sozusagen. Ja, das ist eine auch sehr interessant, aber man kommt sich auch ganz nah, weil wir haben uns kurz vor der Lockdown im Februar kennengelernt und wir sollten uns dann eigentlich wieder hier in Wien treffen und dann alle Flüge wurden gestrichen und wir haben fast ein halbes Jahr warten müssen und jetzt zum Glück hat es geklappt zu uns. Sind wir endlich wieder intensiv und wir sind wirklich jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche natürlich zusammen. Das ist sehr interessant, aber sehr gut, weil man lernt einander wirklich gut kennen. Alle gute Seiten, alle schlechte Zeiten. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Nein, ja natürlich. Da ist ein Äußerliches, dass man denkt, oh wow. Aber jemanden wirklich kennenzulernen, das merkt man erst, wenn man wirklich 24 Stunden am Tag zusammen ist, so wie jetzt. Und dann, das ist, glaube ich, wirkliche Liebe, weil dann zieht man auch, wie gesagt, alle Facetten von jemandem. Ja, ja, das ist dann natürlich was ganz anderes nochmal. Absolut. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was würdest du dir wünschen, was passieren soll? Hast du einen Herzenswunsch? Ich wünsche mir für mich erstmal, dass ich vielleicht in Zukunft doch hier in Wien meine Solo-Show wieder spielen kann oder wieder einmal spielen kann. Und vielleicht für uns alle, für die Gesellschaft, ich wünsche mir ein bisschen mehr Verständnis. Also ich merke schon auch in dieser Zeit, es ist viel schwarz-weiß und es gibt kaum noch Graugebiet. Und ich hoffe, wir finden uns ein bisschen wieder mehr. Dass man mehr aufeinander zugeht, ja, auch und andere Meinungen zulässt. Ja, und ich denke, nein, geh wirklich miteinander im Gespräch. Und bitte findet einander wieder. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, uns Fragen zu schicken. Die liegen hier vor uns in den Umschlägen. Mhm. Ich wollte dich bitten, eine herauszuziehen und die möchte ich dir stellen. Ich weiß selber nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist. Ja. Die soll es sein. Die soll es sein. Aber ich möchte dir ein bisschen Spannung. Spannung. Bist du bereit? Ich bin bereit. Welche Regeln müssen Darsteller befolgen, von denen aber die wenigsten eigentlich wissen? Also im Publikum nehme ich an. Ja. Gibt es Regeln? Da sind wir wieder bei Regeln. Ja. Das ist dein Thema. Gibt es Regeln, die du befolgen musst, aber man weiß es nicht draußen? Es gibt schon natürlich Regeln. Viele Regeln am Theater. Viele Regeln. Nein, auch wie im normalen Respekt füreinander zu haben, glaube ich. Das ist erstmal. Und Regeln, ja, es gibt natürlich Regeln mit bestimmten Sachen, die wir nicht erzählen dürfen, weil das natürlich auch die Magie irgendwie natürlich verloren geht. Und ich glaube, das ist auch, warum Live-Theater so wichtig ist, weil das ein Live-Erlebnis ist. Und man soll nicht einfach alles erzählen, was hinter der Bühne passiert oder nein, das soll noch ein bisschen Geheimnis übrig bleiben. Geheimnis muss da bleiben, ja. Und alles wollen wir gar nicht sagen, was da passiert. Du hast uns auch ein Lied mitgebracht heute. Mhm. Welches Lied ist das und warum hast du es ausgesucht? Das Lied kommt aus dem Musical Mozart und das Lied ist Warum kannst du mich nicht lieben? Und das habe ich ausgesucht, weil ich glaube, jeder möchte gerne irgendwie geliebt werden von einem Partner, Familie, Kollegen. Und das, wie schon erwähnt, es ist heutzutage, glaube ich, ein großes Thema auch. Wir möchten alle gerne geschätzt werden, so wie wir sind, mit all unseren Farben. Und ja, das sind nicht vielleicht immer schöne Farben, aber hab mich lieb, so wie ich bin. Und deswegen freue ich mich sehr, das endlich mal live hier für eine kleine Besetzung, aber für die Zuschauer zu singen. Wir freuen uns auch schon sehr darauf. Gerben Remius singt Warum kannst du mich nicht lieben aus dem Musical Mozart. Viel Spaß.
Ich hab geglaubt, du wärst hergekommen, um dich mit mir zu freuen. Du hast gedacht, ich wär hilflos ohne dich, und alleine würde ich meinen Mut bald bereuen. Doch wenn ich dir sage, schau her, ich hab dich nicht enttäuscht, siehst du gar nicht richtig hin und lässt mich stehen, warum kannst du mich nicht lieben, wie ich bin? Ja, du hast recht, auf mich ist oft kein Verlass, ich vergess meine Pflichten. So bin ich halt, ich hab Hunger nach Glück, und ich greif nach dem Augenblick, ich kann nicht verzichten. Ich will's auch nicht, das Kind, das ich gewesen bin, steckt noch immer in mir drin. Und es fragt wie ich, warum kannst du mich nicht lieben, wie ich bin? Ich such nach dir und kann dich nicht erreichen. Ich spreche mit dir, doch du hörst mir nicht zu. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht, warum ich dich verloren habe. Ich kann nicht sein, wie jeder ist, und ich kann nicht sein, wie du bist. Statt allen zu gefallen, muss ich werden, wer ich bin. Niemals werde ich wieder so geborgen sein wie in Kindertagen. Solang ich lebe, werde ich die Erinnerung daran wie einen Schatz in mir tragen. Doch es gibt kein Zurück, denn ich muss nun meinen eigenen Weg gehen. Jetzt umzukehren wäre ohne Sinn. Ist das so schwer zu verstehen? Warum kannst du mich nicht lieben? Erwin Chemius mit Warum kannst du mich nicht lieben aus dem Musical Mozart. Am Piano wurde er begleitet von Peter Biro. Erwin, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke auch für die Einladung nochmals. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media. Da können Sie diese Folge und auch die anderen nachschauen, wenn Sie Lust haben. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.